alle und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag und wir machen heute weiter mit der mit dem Aufspüren von der Nosso Senior. Wir haben in der letzten Folge eine Insel synchronisiert und eine portugiesische Flagge gestohlen. Es hat noch ein bisschen gedauert, weil wir erstens hierher segeln mussten und zweitens erstmal die Leute da wegholen mussten und ich habe leider vergessen, mal meine Lieblingsutensilien aufzufüllen, nämlich meine Rauchbomben. Sonst wäre die Kämpfe in der letzten Folge ein bisschen einfacher gewesen. Aber wir haben es hingekriegt. Step by step. Ein bisschen taktisch dran gegangen, aber dann haben wir es hingekriegt. So, wir segeln jetzt also unter portugiesischer Flagge. Aber ob das so eine ganz gute Nummer ist, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann natürlich sehen. Ist das das Schiff? Nee, das ist nicht das Schiff, oder? Das ist das Senior, doch, da ist er doch. Direkt voraus, sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Ruhe finden. Wenn sie einen Helfer suchen, bringen sie. Da sind doch wieder Feinde drauf. Alter, was ich flachsen jetzt? Zwei, vier, sechs, sieben. Das sind doch Minimum sieben Leute. Okay. Ja, kommt da. Willst du mich jetzt verarschen? Ich muss jetzt nicht. Ja. Por Deus, como foi isto acontecer? Imagino que terá sido porque eu vi cadáver. Also, Minimum 2, 4, 5 plus das, was da steht. Alter, das sind ein paar hundert Feinde, mein Gott. Was wollt ihr mich verarschen jetzt gerade? A peste. O capitão daquele brigo. Also, so viel sind es nicht, aber 2, 4, 5, 6, 7, das sind 8 Leute. Wie soll ich da ran denn die Nummer? Warte, wie faxen? So. Also jetzt sind es ein paar weniger, aber das sind ja immer noch jede Menge. Also wenn ich mal alleine unten auf die Karte gucke, sehe ich da 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Minimum. Atenção àquele navio. Tem estado ali parado há algum tempo, sem motivo para tal. Ouvi uma história sobre espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, cheira-me a traição. Sim, ouvi dizer que se chamava Torres. So, der ist weg. Ja, das krieg ich doch never immer hin. Also die alle hier zu snacken, werde ich sowieso nicht schaffen. Vielleicht brauche ich das aber auch nicht. Aber wie gesagt, da werden wahrscheinlich noch mehr unterwegs sein. Ja, komm her. Komm her. Zeig, wo du bist. Komm her. Ja, du hast nur Kugeln, das ist. Ja, alleine schon, dass da mehr sitzt. Also, ich probiere es einfach trotzdem. Wir müssen es ja irgendwie angehen. So. Ja. Oh ja. Da. So, den haben wir auch. Also die Truhe steht da vorne, aber wir müssen erstmal an den Leuten vorbei. Und deswegen sind das auch so viele. Da oben steht bestimmt auch noch einer, ja, natürlich. Oh.
Hab ich gesehen, dass der zurückgekommen ist. Ja, wie soll ich da jetzt weiter? Ich muss ja irgendwie gucken. Da ist ja, ich bin noch nicht mal safe, dass da ein Feld ist. Komm her. Komm her. Du hast doch bestimmt da irgendwo noch was. Willst du mich flachsen? Ich sitz hinter. Oh, oh. Oh, oh. Tschüss. Merde. Tschüss. Scheiße. Ja, Mann, oh. Ja gut, es sind jetzt ein paar natürlich, die da sitzen. Also die drei, vier da. Klar, okay, es sind jetzt... Alter! Weniger? Uiuiuiuiuiui, aus der Nummer muss ich erstmal rauskommen. Aber wie gesagt, wir haben wieder schon ein paar Leute wieder weniger. Also die zwei paar. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, dass ich ein bisschen aus der Nummer ganz rausgehe. Hier aus dem Feld. Weil ich will den Typen da oben kurz noch mitnehmen. Und dann haben wir nämlich Luft. Weil hier unten ist nämlich nichts mehr außer. Ihr, er hier. Außer. Unser Schütze. Keine Sorge, ich habe die Tour schon gesehen. Aber wie gesagt, ich möchte gerne erstmal noch ein bisschen sicheres Feld haben. Oh, tschüss. Das ist so jetzt nicht gerade. Oh, warum? Ich will nicht da runter. Ich will eigentlich den Typen plündern. Aber da nichts. Okay. Gut, wir haben zumindest die Tour. So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir vielleicht sogar die Truhe so haben. 86. Ah, leere Blutampulle. Oh, willst du mich jetzt fragen? Willst du mich jetzt fragen, ein Schiff verfahren? Wie soll ich zu Fuß ein Schiff verfahren? Wie soll ich ein scheiß Schiff verfolgen? Also ich muss jetzt mal. Ah, hier. Okay, meine Kollegen kommen ja. Okay. Ja. Alles gut. Alles gut. Ich habe schon echt gedacht, jetzt, ja geil, wie soll ich jetzt so, wie soll ich, bin da gerade zu Fuß unterwegs, was soll ich noch machen? Aber gut, hätte ich nicht gedacht, dass meine Kollegin von der Jackdaw mal kurz mit dem Schiff vorbeikommt. Die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Nicht mehr von Nutzen, Jean. Bitte was? Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Hört mal kurz. Sehr ahnisch, da ist er. Die Fregatte ist das, oder? Es ist nicht mal der. Oh, warte mal. Lass mich. Ja gut, das ist klar. Aufgehen, Segel treffen. Warte mal. Boah, ist natürlich total toll, dass sie da unten. Dass sie mir. Ernsthaft, die steht mir. Die steht im Weg? Großsegel setzen. Das ist natürlich beabsichtigt. Aufgehen. Segel retten. Setz halbes Segel. Wie soll ich denn da, ey, wie soll ich da durchkommen? Also hier geht's gerne. Okay, ja. Segel gut. Setzen. Leicht vom Wind abfallen. Schiff. Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Okay. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit.
Aye, genauso würde ich es machen. Ich ja. Bin näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Ja, gut. Den Weg für die Jackdaw frei machen. Na dann. Gucken wir mal, was wir da so an Feinde rumkommen. Es sind ein paar, natürlich, wie immer. Es sind zwei Ausgucker, die wir frei machen müssen, inklusive ein bisschen Feindgebiet. Vor allen Dingen habe ich jetzt erstmal gar keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen, weil doch da vorne ist. Ja, ja. Ja, toll. Wie viel haben wir denn insgesamt? 1, 2, 4, 5, 6, sehe ich das richtig? 6, 7, 8 oder so? Scheiße. Scheiße. Geh weg. Hau auf mit der Scheiß. Oh nein, der hat doch eine Dings, ne? Ja, super. Aber zumindest haben wir mal die beiden Ausgucker weg. Die wissen natürlich, wo wir sind. Sie wissen, was Sache ist. Und du kommst doch sowieso nicht mit rein, mein Freund. Ja, jetzt muss ich mal aus der Nummer raus wieder. Aber wie gesagt, da steht schon der nächste Ausgucker bereit. Boah, Alter. Das ist super. Das ist immer los. So, ich hätte gerne mal ein bisschen Luft. Gerade irgendwie. So ein bisschen. Oh nein. Das wird natürlich wunderbar klappen. Ich habe natürlich 0,0 Deckung hier irgendwo. Da vorne vielleicht mal. Das sind drei Leute. Die kommen nämlich jetzt auf mich zu. Okay, ja, lass mich in Ruhe. So. Das war ein bisschen feines Gebiet. Abscannen. Sicherheitshalber. Weil da steht schon der nächste, aber das ist schon das wieder das ganz andere. Aber die können ja natürlich rüberkommen, ne? So, hier bleibt noch, lauf mal schön weg. Und ich würde ja gern so mal. Ah, verdammt, ihr habt natürlich schon. Ihr habt mich hier ernsthaft gesehen. Aber ihr könnt, glaube ich, herkommen. Das ist nicht schlimm. Ich kriege ja zwei von euch, kriege ich ja weg, aber drei von euch wird es ein bisschen enger werden. Oben geht mir ein bisschen auf den Senkel gerade. Oh ja, er kommt natürlich jetzt her. Ihr wisst natürlich, dass ich hier bin, aber das ist nicht schlimm. Ja, ich muss ja jetzt irgendwann mal das Thema angehen, ne? Ja, ich hole mir die drei jetzt. Zumindest schlecht ihr jetzt schon mal nicht mehr rum da. Ja, wie gesagt, der da oben natürlich, der passt ein bisschen auf wie ein Schießhund. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt muss ich warten, bis die wieder sich. Ja, ich glaube nicht, dass ich da rankomme an die Dings. Oh, ihr wisst Bescheid.
Die zwei sind auch weg. Aber der da oben, der wird mich ein bisschen nerven gerade. Ich muss mal gucken, dass du nochmal raus. Und zwar würde ich gerne hier hin. Ah, er kommt her. Okay. Ja, dann komm ruhig her. Das ist eigentlich gut, wenn du mal ein bisschen... Komm ruhig her, mein Freund. Komm ruhig her. Was ist Bescheid? Okay. So, erstens mal frei. So, dann haben wir das Thema durch. Und warte mal. So, dann gehen wir mal. Lass mal die jetzt gerade mehr oder weniger in Ruhe, aber das haben wir den Ausguck eigentlich schon frei jetzt? Ja, ne? Ja. Super. Ja, super. Wie viel haben wir denn da? 5? Sehe ich das richtig? Da kommen wir doch lieber ran. Ja. Also die haben wir auf jeden Fall schon mal safe, die Typen. Ich sehe nichts. Oh, oi, oi, das sind ein paar mehr. Die sind bestimmt wieder rübergekommen jetzt. Die sind von da wahrscheinlich rübergekommen. Aber ich muss mich gerade nur regenerieren. Also die vier da. Wir können ja auch einfach außen rum, fällt mir gerade auf. Also wir müssen ja nicht unbedingt mit denen. Guck. Ich sehe noch nicht. Ich meine, die Gegner sind letztendlich wurscht, wenn ich die natürlich jetzt ein bisschen Luft habe. Ich habe zumindest mal. Ja, ihr habt es natürlich wieder gesehen. Ich brauche mal gerade irgendwo ein bisschen Haar. Ich brauche mal irgendwo. Da. So, jetzt. So, jetzt muss ich gerade gucken. So, ich komme mal da hoch. Oh, tschüss. Zumindest ein optionales Ziel erreicht. Und zwar den Kapitän mit einem Seilschwung getötet. Wir wurden entdeckt. Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstation, an die Kanonen. Und zwar alle Mann. Auf deinen Befehl, Captain. Lassen wir diese Bestie brüllen. Ja, geil. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Leute, mit dem Flaggschiff hinkommen. Wir sehen uns dann wieder bei Assassin's Creed 4 Black Flag.